Mütter sind die Liebestankstellen für die Kinder. So, und heute am Sonntag, dem 14. Mai 2023, heute kommt der Tanklaster mal zu euch und tankt euch voll, weil ihr gebt immer. Und heute sollt ihr mit Dank überschüttet werden. Muttertag 2023 und ein Gespräch mit der lieben Carola hat mich doch im Nachgang noch so, ja, so berührt und auch so nachdenklich gemacht, dass ich gedacht habe, es gibt wirklich vergessene Mütter. Vergessene Mütter im Sinne von, dass da Mädels unter uns sind, die wirklich auch Angst oder auch Sorgen vor dem Muttertag haben. Also sprich, ob sie bedacht werden, wie sie bedacht werden und dergleichen. Und in diesem Gespräch habe ich einfach gemerkt, und ja, wie belastend das war, wie viel Sorgen und wie viel Kummer da auch dran hängen. Und das hat mich wirklich auch nicht mehr losgelassen, sodass ich mich echt entschieden habe, heute über diese vergessenen Mütter zu reden und auch mehreren Mädels einfach Mut zu machen. Weil im Fall von der Carola war das jetzt auch wirklich so, dass ich da auch wirklich sagen kann, dass die Kinder, also die Jungs, die Carola hat, schon auch, ich sage jetzt mal, verstreut wohnen, die sich wahrscheinlich auch am Muttertag nicht sehen werden und ich auch gar nicht mal unbedingt den Anruf sehen konnte. Aber das Schöne war, ich konnte der Carola sagen, du, deine Jungs lieben dich. Da ist ganz viel tiefe, wahre Liebe. Und das hat einfach ganz viel Erleichterung bei der Carola gebracht, dass ich gedacht habe, es hat mich wahnsinnig berührt, weil ich gedacht habe, was für ein Kummer, wenn du da alleine wohnst und dieser Muttertag symbolisiert da eben auch, das ist ja eine Meldung irgendwie auch, die wir uns da auftun. Und den Kindern ist das manchmal einfach gar nicht bewusst, wie wichtig dieser Tag für uns Mütter, vielleicht auch für uns vergessene Mütter, dann einfach ist. Und die sind dann einfach auch so mit ihrem Leben beschäftigt, mit dem Studium, mit der eigenen Familie oder auch einfach vielleicht mit Spaß haben, dass da manche Dinge einfach hinten rüberfallen und man so denkt, ach, Muttertag. Ne? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das wollte ich eigentlich so ansprechen und diesen Müttern, die da einfach auch Sorge haben, auch einfach ein bisschen Mut zu sprechen. Und dann war es auf einmal so, dass ich gedacht habe, Mensch, wie ist denn das? Trauernde Mütter hatte ich auch schon so viel Kontakt mit. Also wirklich Mütter, die ein Regenbogenkind haben, also ein Sternenkind, das nach der Geburt direkt verstorben ist oder kurz danach. Oder auch die ihre Kinder durch Unfälle, Krankheit verloren haben. Da ist niemand, der dann am Muttertag sagt, du, Dankeschön, sondern da wird man noch mal besonders an diesen Verlust erinnert, weil da fehlt ja jemand, der da vielleicht auch steht. Dann gibt es natürlich nicht nur die Mütter, die ihre Kinder ganz früh verlieren, sondern natürlich auch vielleicht Mütter in einem gehobeneren Alter, wo das Kind, ja, vielleicht auch im Erwachsenenalter, durch Krankheit, Unfälle oder vielleicht auch durch einen Freitod frei oder ja, freiwillig aus dem Leben scheidet. So, und da musst du ja als Eltern auch irgendwo mit klarkommen, als Mutter, ne? Keiner möchte, dass das Kind vor einem geht, ne? Ja, dann habe ich weiter so überlegt und habe gedacht, boah, vergessene Mütter, jetzt habe ich die, die wirklich Angst haben, weil die Kinder vielleicht nicht dran denken und die sich so denken, was bin ich meinen Kindern wert? Und dran zweifeln. Dann habe ich die Trauernden und dann habe ich gedacht,
Dann gibt es ja vielleicht auch noch die ungewollten Mütter, die vielleicht durch häusliche Gewalt oder vielleicht auch eine Straftat Mutter geworden sind und die wirklich ihr Bestes geben und mehr als 100% geben, um damit fertig zu werden. Und auch diese vergessenen Mütter, da möchte ich heute auch einfach dran erinnern und sagen, guckt euch bitte um und denkt an diese Frauen. Das ist nicht immer leicht. Wir geben alle unser Bestes. Ja, dann habe ich gedacht, jetzt haben wir es aber doch, ehrlich, und es hört irgendwie nicht auf. Mir sind immer mehr Frauen eingefallen, dann Frauen, Mädels, die wirklich noch, ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich Mädels sage. Ne? Also, junge Frauen, die noch gerne Mutti werden wollen, wo es vielleicht auch noch nicht klappt, ne? Wo die ersten Übungen vielleicht noch nicht zum Erfolg geführt haben, die jetzt vielleicht auch schon wirklich ärztliche Unterstützung, ja, in Auftrag gegeben haben, sich beraten lassen und wo die ersten Versuche vielleicht auch schon erfolglos waren. Bitte gebt da nicht auf. Bitte bleibt da im Vertrauen. Ne? Also euer Muttertag naht, es wird alles gut. Und da sind ja ganz ehrlich, da muss man sich auch mal so reinfühlen, was denn da Muttertag heißt, wenn du das gerne sein möchtest und siehst vielleicht, all deine Freundinnen haben das. Und bei dir klappt es irgendwie nicht. Ist ja auch unabhängig davon, ob es dann an welchem Teil des Paares es liegt. Das ist ja völlig unerheblich. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit. Und wenn das Seelchen dann einfach noch wartet, also bitte, bitte bleibt da wirklich auch in der Hoffnung, wenn, ja, im Prinzip wisst ihr das, wenn euch ein Seelchen zugeteilt wird. Ich glaube, das weiß man. Und dann möchte ich auch an die Mütter von kranken Kindern einfach, auch die möchte ich in meine Rubrik Vergessene Mütter mit aufnehmen. Wie viele von uns haben auch einfach ein krankes Kind, was vielleicht zu Hause gepflegt wird oder vielleicht auch in einer Pflegeanstalt ist, der vielleicht auch rein körperlich gar nicht in der Lage ist, überhaupt ein Dankeschön zu sagen, wo aber das Gefühl da ist und wo man es merkt. Und auch da, das möchte ich einfach betonen, was diese Frauen, was diese Mütter auch für eine ungeheure Leistung erbringen, die ihre Kinder nicht fallen lassen. Ich kenne Frauen, die haben, ja, wo auch die Ehe an der Behinderung des Kindes vielleicht zerbrochen ist, die sich aber für das Kind entschieden haben. Wer denkt an diese Frau, wo das Kind vielleicht es gar nicht sagen kann und der Mann schon, ja, die Familie verlassen hat. Also, ihr seid meine vergessenen Mütter. An euch richtet sich heute meine Dankesrede, meine Wohlfühlrede. Ihr sollt euch heute wohlfühlen. Das ist mir einfach ein besonderes Anliegen. Ich möchte euch heute einfach ein gutes Gefühl geben und Danke sagen. Ja, dann haben wir aber auch wirklich pflegende Mütter. Ehrlich, mir ist immer mehr eingefallen. Da habe ich gedacht, mein Gott, wie viele sind wir? Wie viele sind denn dann normal? Also normal im Sinne von, da kommen die Kinder mit dem Blümchen und dann geht es nachmittags zum Kaffee und Kuchen irgendwie auswärts. Nee, ich glaube gar nicht, man meint das immer nur, dass das die Masse ist, sondern ich glaube, dass wir ganz viel vergessene Mütter sind und das müsst ihr euch einfach bewusst machen. Also, diese pflegenden Mütter möchte ich hier einfach auch nochmal mit Pflegenden, nicht im Sinne von, wenn du ein krankes Kind hast, sondern wenn du ein Pflegekind oder ein Adoptivkind aufnimmst, wenn Platz in deinem Herzen und in deinem Haus da ist und du immer noch mehr Liebe geben kannst, auch für fremde Kinder und das überhaupt kein Problem darstellt. Und wenn du da lieb und verständnisvoll bist, das ist schon eine enorme Leistung. Und ihr müsst ja auch immer bedenken, die Kinder, die als Adoptiv- oder Pflegekinder zu euch kommen, das weiß doch jeder. Die Kinder sind ja aus den Familien genommen worden, weil es da Gründe für gab. Das sind vielleicht auch schwierige Kinder, besondere Kinder. Wir streichen schwierig und schreiben besonders. Das ist ein viel schöneres Wort. Und ihr seid diese besonderen Menschen,
die auserwählt sind, die diese Stärke mitbringen, diese Kraft und die sich das zuvertrauen. Ihr seid Löwen, ihr seid meine Heldin. Punkt, das möchte ich einfach mal sagen. Alle meine vergessenen Mütter, ihr seid alle Heldin. Dann möchte ich aber auch wirklich, ich möchte noch weitergehen. Ehrlich, ich bin sicher, es gibt noch viel mehr und wenn ich noch weiter drüber nachdenke, dann fallen mir bestimmt noch mehr ein. Aber jetzt möchte ich auch die Frauen, die Mütter mit einbringen, die vielleicht auch kein eigenes Kind haben, aber die sich im Ganztagsbereich zur Verfügung stellen oder die als Familienbetreuerin in den Familien sind und dann nach dem Rechten sehen und schauen und den leiblichen Müttern helfen, das mit ihren Kindern gut zu machen. Also, ihr seid hier die Erdenengel und dafür gebührt euch ein Dank. Ihr dürft nicht vergessen werden. Und da denke ich auch an jemand ganz Besonderes. Und also ich habe ehrlich, zu jeder Kategorie fällt mir auch jemand ein. Aber das würde ich jetzt auch gar nicht so ausfüllen. Aber ich glaube, ihr fühlt euch alle hoffentlich auch angesprochen, wen ich da im Besonderen meine. Aber es gilt ja wirklich, es ist ja nur beispielhaft, weil ich glaube, wir sind alle eins. Ne? Und wir müssen zusammenhalten. Und ich glaube, da muss man viel mehr drüber sprechen, über vergessene Mütter. Weil Mütter sind die Liebestankstellen für die Kinder. So, und heute am Sonntag, dem 14. Mai 2023, heute kommt der Tanklaster mal zu euch und tankt euch voll, weil ihr gebt immer. Und heute sollt ihr mit Dank überschüttet werden. Und ich möchte, dass ihr euch heute, das ist mir so, so wichtig, dass ihr euch heute keine Sorgen macht. Ne? Weil deshalb sind wir ja gar nicht hier, sondern es sind alles Erfahrungen, die wir hier auf der Erde machen wollen. Und letztlich, wenn wir mal, ja, irgendwann auch mal die Seite wechseln, wird sowieso alles gut. Also zum guten Schluss wird immer alles gut. Ne? Wie bei den alten Spielfilmen auch. Die gehen immer gut aus. So, und so ist das hier auch. Manchmal gibt es eben Herausforderungen und die muss man eben manchmal auch aus einem besonderen oder auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und das möchte ich euch einfach, ja, da würde ich euch auch einfach gerne bei helfen. Unterstützen, euch euren eigenen Blickwinkel vielleicht auch aufzeigen. Aber wie gesagt, heute soll es erstmal ein riesiges Dankeschön an all diese tollen Frauen, langsam an all diese besonderen und vergessenen Mütter sein. Also, meine Lieben, wenn ihr jetzt wollt, dann legt euch doch mal gedanklich eine Decke um die Schultern. Schließt eure Augen, weil ich würde euch jetzt gerne einfach mal in Dank und Liebe einhüllen. Also, wenn ihr Lust habt, holt ihr euch noch eine Decke, drückt hier kurz auf Pause und dann hört ihr euch das im Nachgang weiter an, weil danach gibt es eine kleine Wohlfühloase für euch. Für all die anderen, die das gedanklich schon mit der Decke machen können und Augen zu, geht es dann jetzt direkt los und auch weiter. Also. Meine Liebe, du bist einfach wundervoll. Du bist wirklich einmalig. Du hast alles gegeben. Du hast dich völlig aufgeopfert. Du bist eine Kämpferin. Du kämpfst für das, was dir wichtig ist, für dich, deine Familie und für deine Kinder. Du bist unerschütterlich und du bist auch nicht müde zu kriegen. So viel Energie wie du hat niemand. Und heute darfst du auch einfach mal müde sein und heute darfst du auch einfach mal die Füße hochlegen, weil du bist einfach die Beste. Und ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du das Leben deinem Kind geschenkt hast oder auch noch schenken wirst. Dafür, dass du darum weiter kämpfst. Dafür, dass du so viel Liebe in deinem Herzen trägst. Danke für all die Sorgen, die du dir gemacht hast
ich sag mal, vielleicht auch ein paar unnötige. Aber so sind wir Mütter. Ja, also bitte, hör auch auf mit dem Kummer und den Sorgen. Keiner möchte, dass du krank wirst. Danke für deine Zärtlichkeiten, für deine Umarmungen und auch für deine Koseworte. Danke, dass du mit mir gebibbert hast, vielleicht auch mal geweint hast. Danke, dass du mich immer unterstützt. Danke fürs Mut machen und für die guten Worte, aber auch für tröstende Worte. Die tun manchmal auch gut. Und danke für die schönen Gute-Nacht-Geschichten. Danke, dass du abends mit an meinem Bett gelegen hast und gewartet hast, bis ich eingeschlafen bin. Danke, dass du über meine Grundschulwitze mitgelacht hast. Danke für dein endloses Vertrauen. Danke, dass du mein größter Fan bist. Danke, dass du zur Schule gegangen bist, mich bei meinen Klassenlehrern vertreten hast. Danke auch, dass du mir die kleinen Lügen verziehen hast und mir gezeigt hast, was der Wert von Wahrheit bedeutet. Danke, dass du mir die Werte des Lebens beigebracht hast. Das ist alles nicht selbstverständlich. Danke, dass du mir so vieles verziehen hast. All meine kleinen Fehler. Du warst immer großzügig. Bei dir selber hast du so viele Fehler gesehen. Vielleicht hast du dir auch Fehler von anderen Leuten einreden lassen. Bitte hör auf damit. Es ist gut jetzt. Du bist wundervoll. Du bist die Beste und heute ist dein Tag. Und weißt du, du hast doch deinem Kind gezeigt, dass kleine Dinge manchmal ganz, ganz wichtig sind. Und du hast all die kleinen Bastelarbeiten von deinem Kind verwahrt und in Erinnerungskisten verpackt. Und du siehst überhaupt nicht, was du alles geleistet hast. Du akzeptierst alles an deinem Kind. Hauptsache, die Liebe ist da, oder? Es gibt so viel unwichtiges Zeug. Es geht doch letztendlich nur immer darum, dass die beiden Herzen zueinander sprechen. Ja, und auch danke für jedes Gespräch, was du mit deinem Kind geführt hast. Jedes einzelne Wort hat weitergebracht. Weitergebracht auf dem Lebensweg, aber auch auf dem Seelenweg. Immer hast du einen Brief, eine Nachricht geschrieben. Danke dafür, dass du nie aufgehört hast, unerbitterlich zu sein und den Kontakt zu suchen. Danke für all die schönen Erinnerungen, die du deinem Kind beschert hast. Denk mal an all die schönen Kindergeburtstage oder Ausflüge oder vielleicht auch mal ein kleiner Urlaub. Denk mal, was ihr da alles Schönes gemacht habt. Danke dafür, dass du deine Kinder selbstständig erzogen hast. Was sie jetzt daraus machen, obliegt nicht mehr deiner Verantwortung. Du hast deinen Job gut gemacht. Jetzt ist es auch Zeit, an dich zu denken. Also, bitte, bitte, hör auf, dir Sorgen zu machen. Fühl dich nicht vergessen. Du wirst gesehen, wir sehen dich. Wir alle sind eins. Und
Ich finde, wir sollten nach links und rechts unseren Blick offen halten und auch mal einer vergessenen Mutter sagen, ich sehe dich. Du machst eine fantastische Arbeit. Und von daher sage ich einfach nur, du bist die Beste. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du gleich deine Augen langsam wieder öffnest, weil, schau mal, du bist die Beste und ich habe hier das Herz für dich. Und das schicke ich dir einfach symbolisch zu dir nach Hause und wünsche dir einfach einen schönen Muttertag 2023. Du bist wichtig, du bist uns wichtig, wir sind uns alle wichtig, wir alle sind eins. Also alles, alles Liebe, fühl dich gedrückt, umarmt. Ne? Guck mal, jetzt bringen wir das hier nochmal ganz schön ins... Ne? Es geht hier wirklich um das tolle Herz, meine Liebe. Also, ich schicke ganz, ganz liebe Grüße, wünsche euch einen tollen Tag, macht was Schönes, denkt an euch und alles, alles Liebe. Ciao.